Derby-Time in Norderstedt. Und damit herzlich willkommen zu Thura Haaksheide 3 gegen den Glashütter SV 2. Beide Mannschaften gut in die Saison gestartet, Thura in Blau auf Tabellenplatz 5, die Gäste mit einem neu zusammengewürfelten Kader auf Platz 3. Und dort sollte man ein Auge auf René Glau, liebevoll Ossi genannt, werfen, denn er zieht die Fäden im defensiven Mittelfeld, ist seit über 13 Jahren im Verein. Beide Mannschaften zu Beginn noch am Abtasten und so resultiert die erste Offensivaktion aus einem Freistoß für Glashütte. Der wird brandgefährlich, aber Keeper Basmann noch am Ball. Überragend. René Glau zeigt gleich Präsenz, setzt Thuras Jan-André Sick unter Druck. Ballgewinn für Glashütte. Glau deklassiert hier Fortmann. Glashütte in der Offensivbewegung. Der Ball kommt wieder zu Glau und der lässt auch den nächsten Gegenspieler ganz alt aussehen. Glashütte mit dem Eckstoß. Aber hier braucht der Torwart nicht einschreiten. Es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Thura kombiniert sich nach vorne. Glashüttes Torwart spaziert zu weit aus dem Tor heraus. Das bemerkt auch Christopher Lange. Beinahe die Führung für die Gastgeber. Glashütte spielt sich jetzt nach vorne. Schönes Zuspiel auf Lukas Matthews. Der hat diese Saison schon 5 Tore geschossen. Und der wird rigoros abgeräumt. Freistoß für Glashütte, die richtige Konsequenz. Den tritt Timo Friedrich. Der Ball unplatziert auf den Keeper, doch der mit einem riesen Patzer. Das Ding ist drin. Haaksheides Robin Basma mit einem ganz großen Blackout. Die Gäste gehen in Führung. Timo Friedrich, aus der ersten Mannschaft gekommen, soll dem neuen Team, bestehend aus alten Glashüttern, A-Jugendspielern und einigen Neuzugängen, Struktur geben. Hier trifft er zum 1:0, auch wenn der Ball die Torlinie nicht hätte passieren dürfen. Und Glashütte hat noch nicht genug. René Glau, der ein überragendes Spiel macht, überwindet gleich 2 Spieler im Spielaufbau. Glau sticht bisher aus der Partie heraus, lässt seine Gegenspieler förmlich verzweifeln. Die Szene geht weiter. Die Flanke findet Lukas Matthews, der nur noch den Fuß hinhalten muss. 2:0 für Glashütte. Die Gäste übernehmen das Spielgeschehen. Haaksheide phasenweise gänzlich abgemeldet. Matthews, Azubi als Anlagenmechaniker, mit seinem 6. Saisontor. Zur Rückrunde will er Top-Torjäger werden. Und mit so einem Torriecher sollte man den 18-Jährigen auf dem Zettel haben. Wir springen in die zweite Halbzeit. Glashütte weiter spielbestimmt. Gefahr für den Kasten von Basma. Aber Friedrich verpasst um Haaresbreit. Thura hat Glück, dass sie nicht schon höher zurückliegen. Thura muss jetzt aktiver werden, sollten sie hier noch etwas Zählbares mitnehmen wollen. Bürwenig mit guter Übersicht und einem genialen Zuspiel. Doch Julian Röper kann den Ball nicht verwerten. Die Riesenchance für Haaksheide. Im Gegenzug Glashütte mit dem Freistoß aus dem Halbfeld. Und Patrick Seyer zwingt seinen Keeper zur Glanzparade. Thura drückt, will unbedingt den Anschlusstreffer erzielen. Glashütte hat aber mit Jonas Büch einen starken Keeper im Kasten, der nichts an sich vorbeilässt. Und wenn gar nichts mehr gelingt, dann versucht man es halt aus der Distanz. Aber auch das Aluminium hat heute anscheinend etwas gegen Haaksheide. Haaksheide steckt jedoch nicht auf. Sie kombinieren sich schön durch die gegnerische Hälfte. Nichts ist mehr zu sehen von der Glashütter-Dominanz aus der ersten Halbzeit. Fortmanns Ball kommt zu Sami Hosseini und der trifft. Der hochverdiente Treffer für Thura. Nur noch 1:2 und noch sind 10 Minuten zu spielen. Sami Hosseini, Kellner in einem italienischen Restaurant, serviert nicht, sondern veredelt die Hereingabe von Fortmann und bringt sein Team wieder auf einen Punkt heran. Plötzlich haben sie es ganz eilig. Robin Basma führt den Abstoß schnell aus, doch Schiedsrichter Sadi Omer pfeift die Partie ab. Glashütte gewinnt dank einem überragenden René Glau mit 1:2 und entscheidet das Norderstedter Derby für sich.